Herzlich willkommen zum geistlichen Wochengruß aus der Dreieinigkeitskirche. Mitten am Tag, mitten in der Woche, sind Sie eingeladen, sich für ein paar Momente Zeit zu nehmen. Zeit, in der Sie Ihre Tätigkeiten und Gedanken unterbrechen. Zeit, in der Sie bewusst wahrnehmen, was ist. Und Zeit, in der Sie Gott als Adresse für Ihre Gedanken nehmen. Der Kirchenraum und die Kirchenmusik sind dazu ein guter Rahmen. Die Kirche ist offen. Kommen Sie herein. Bei vielen Menschen in meinem Umfeld und bei mir selbst nehme ich im Moment wahr, das Leben im Corona-Modus ist anstrengend. Vieles, was ich bisher in guter Routine erledigt habe, muss ich jetzt anders angehen. Im Supermarkt ist auf Abstand zu achten. Die wöchentliche Sportstunde muss durch eigenes Training ersetzt werden. Videokonferenzen stressen. Die fehlende persönliche Begegnung erschwert die Kommunikation und manche E-Mails werden missverstanden. Verbindliche Zukunftspläne sind nicht möglich. Was heute gesagt oder entschieden wird, kann morgen schon nicht mehr passen. Und dazu hört und weiß man zunehmend von Menschen, die durch die Corona-Krise schlimm getroffen sind. Das belastet das Gemüt. Viele merken jetzt, ich schaffe nicht so viel wie sonst. Ich funktioniere nicht so gut, wie ich es von mir gewöhnt bin. Es passieren mir Fehler oder ich reagiere gereizt. Es ist einfach anstrengend. Wahrnehmen, was ist. Das gelingt mir hier im Kirchenraum besser als sonst. Hier kann und darf ich zugeben, dass ich angestrengt bin. Und zugleich tritt hier im Kirchenraum zu diesem Gefühl des Angestrengtseins eine andere Dimension hinzu. Zum Beispiel durch ein Wort aus der Heiligen Schrift. In diesen Tagen beschäftigt mich ein Satz Jesu aus dem Lukas-Evangelium. Es heißt da, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ja, wir brauchen Barmherzigkeit in diesen Zeiten. Barmherzigkeit mit uns selbst und Barmherzigkeit mit anderen. Nachsicht könnte man auch sagen, oder Verständnis oder Großzügigkeit. Wir leben ja in einer Situation, die für uns alle neu ist, vom Kindergartenkind bis zur Bundeskanzlerin. Eine Situation, die anstrengend ist und in der es kein einfaches richtig oder falsch gibt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie gut! Ich muss die Barmherzigkeit nicht selbst erschaffen, sondern ich kann Anteil haben an Gottes großer Barmherzigkeit. Ich darf Gottes Barmherzigkeit erst einmal für mich selbst erleben. Und das geht, so empfinde ich es, besonders gut in einer Kirche. Die Kirche ist offen, kommen Sie herein.
In die Kirche kann ich hineingehen oder am Bildschirm hineinschauen, so wie ich jetzt gerade bin. Ob ich wie gewohnt funktioniere oder ob ich gerade sehr angestrengt bin. Ob ich dankbar bin für alles, was möglich ist, oder ob ich mich fühle wie ein Vogel im Käfig. Die Türe der Kirche ist offen. Kein Türsteher kontrolliert, ob ich auch würdig genug bin, einzutreten. Der Kirchenraum umfängt mich dann, so wie Gottes Barmherzigkeit mich umfängt. Die Weite und die Höhe des Raumes tun mir gut. Und zugleich fühle ich mich in diesen Mauern geschützt und geborgen. Der Kirchenraum vermittelt mir eine Botschaft, nämlich: sei willkommen. Schön, dass du da bist. Hier im Kirchenraum, hier vor Gott, kannst du sein, wie du bist. Hier musst du nicht funktionieren und nichts leisten. Hier musst du niemandem etwas beweisen, auch dir selbst nicht. Hier bist du anerkannt und wertgeschätzt, einfach weil du du bist, weil du ein geliebtes Menschenkind bist. Für dich stehen die schönen Blumen auf dem Altar, um dir Freude zu machen. Für dich brennen die Kerzen, um dich zu trösten. Für dich sind die Kunstwerke in der Kirche da, um dir Hoffnung zu geben. Und für dich erklingt die schöne Musik, damit du aufatmen und ausruhen kannst. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Im Hebräischen steckt im Wort Barmherzigkeit das Wort Mutterschoß. Aus dem Schoß der Mutter wird ein Kind geboren, und auf dem Schoß der Mutter findet das Kind Geborgenheit und Frieden. So nehme ich, wenn ich meinen Tageslauf für einen Moment unterbreche, neu wahr, dass ich mein Leben Gott verdanke und dass ich bei ihm Frieden und Geborgenheit finde. Damit ändert sich mein Blick auf mich selbst und auf alle rundherum. Ich gewinne einen barmherzigen Blick auf mich selbst und auf die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Mit diesem barmherzigen Blick will ich weiter in den Tag und weiter in die Woche gehen. Ich lade Sie ein, jetzt mit mir den 23. Psalm zu beten. Der Herr ist mein Hirte, so beginnt dieser Psalm, der uns von Kindheit an vertraut ist. Generationen von Christen haben diesen Psalm gebetet und dabei Trost und Hilfe gefunden. Wie schön, dass wir eine Holzfigur des guten Hirten am Eingang unserer Kirche stehen haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und so segne und behüte dich der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.